Hunter, hallo. Hallo, süßes Mädchen. Gucken, wo ist denn Nico? Ach, draußen. Lass mich raten, du bist hergekommen, um zu sehen, ob es mir gut geht. Bist du okay, Nico? Bevor wir Wanda zurückhaben, werde ich nicht okay sein. Aber das weißt du ja schon. Ich wünschte nur, Caretaker würde mir mehr vertrauen. Ich bin kein Kind, verstehst du? Ich bin eine unglaublich erfahrene Hexe mit unglaublich fantastischen Kräften. Sie sollte mich meine Talente nutzen lassen, um dem Team zu helfen. Doch stattdessen zweifelt sie daran, dass ich überhaupt irgendetwas kann. Caretaker lässt zu, dass ihre Angst die Oberhand gewinnt. Hä? Wieso sollte sie Angst vor mir haben? Ich bin auf ihrer Seite. Tja, wie du gesagt hast, du bist eine unglaublich erfahrene Hexe mit unglaublich fantastischen Kräften. Ich vermute, sie fürchtet, dass du Wandas Beispiel folgen könntest, würde man dir nur freie Hand lassen. Ach, sie hat sie immer gehasst. Nein, Nico. Sie fürchtet sie nur. So wie jede Macht, die sie nicht kontrollieren kann. Ich denke, es hat mit dem zu tun, was Lilith passiert ist. Sie glaubt, wir würden wie Lilith enden? Was für ein Vertrauensbeweis. In aller Fairness, Wanda ist bereits gefallen. Das war nicht ihre Schuld. Ich werde tun, was immer ich kann, um sie zurückzuholen. Und wenn Caretaker versucht, dich aufzuhalten? Sie kann mir aus dem Weg gehen oder tot umfallen. Jetzt entschuldige mich. Ich habe einen Wanda-Befreiungszauber zu entwickeln. Immer gern, meine Liebe. Agatha wird ja nichts Neues haben erstmal. Ich gewöhne mich fast daran, dich wieder auf den Beinen zu sehen. Fast. Credits. Ah ja. So eine Mission wieder. In dieser Gegend machen Ärger. Schalten wir sie aus. Kapiert. Schnell zu den Trucks. Hol die Artefakte, bevor sie abfahren. Ich schaff das schon. Das dürfte nicht lange dauern. Ich habe gehört, Lilith soll ziemlich heiß sein. Hat einer von euch Trotteln sich schon rangeschmissen? Los geht's! Wow. Lilith hat dich zum Sterben hergeschickt.
Ich hoffe, du bist darauf vorbereitet. Hm. Money, money, money. You're so funny. Ich hoffe, das hilft. Ich werde mich bei Gelegenheit revanchieren. Dann mach mal. Boah, mach auf die arme Nico. Nicht, dass ich Panik von dir erwarte, aber du musst dich jetzt zusätzlich zu allem anderen noch um den da kümmern. Oh, schön. Oh, oh. Ich habe gehört, du hast ein paar Spielzeuge in deinem Arsenal. Mal sehen, wie die sich gegen den Branchenprimus schlagen. Sehr schön. Die Artefakte sind in Sicherheit. Aber warum hast du Hydra nicht auch gleich noch eine Lektion erteilt? Genau, was ich gebraucht habe. Das hätte mich nicht so zusammenhalten dürfen. Oh, hat er da Angst? Wir erledigen das so. Oh! Mistkerl. Wer hat den Verbandskasten? Ich regle das. Lass du bist. Danke. Bist du stolzer auf die Größe deiner Muskeln oder die deiner Klappe? Höchste Zeit, mich hier wirklich reinzuknien. Gemeinsam schaffen. Das ist eine Highlight-Show. Oh. Da hat einer Schiss. Ich werde pro Job, nicht pro Stunde bezahlt. Machen wir schnell.
direkt zwischen die Augen. Dafür kriege ich dich dran. Möglicherweise habe ich es etwas weit getrieben. Was ist mit dem hier? Ihr Typen wisst wirklich nicht, was auf euch zukommt, oder? Los geht's! Ah. Wir haben es geschafft. Hervorragende Arbeit. War jetzt auch nicht so schwer. Oha. Hey, Charlie-Wally-Hündelein. Was beschäftigt dich, Doktor? Psst. Stell dich einfach einen Moment zu mir. Ich will sehen, ob du spürst, was ich spüre. Im Moment kann ich nur meine Kampfwunden spüren. Ich verstehe. Du versinkst im Strudel, versuchst dich zu halten. Es ist schwer, subtile Veränderungen zu spüren. Aber es wird kommen. Merk dir meine Worte. Was wird kommen? Die magischen Energien, die durch den Äther ins Sanktum fließen, werden stärker. Zu lange war mir der Zugang zu ihnen verwehrt. Doch wenn Tony und ich deine Rüstung fertiggestellt haben, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir das Sanktum zurückerobern. Mein Verstand rast vor Aufregung bei dem Gedanken daran, wieder in meiner großen kosmischen Bibliothek zu stehen, meine Kraft zurückzuerlangen. Jetzt gerade spüre ich deine Begeisterung und die ist ansteckend. Begeisterung ist ein ansteckendes Gefühl, eines, das ich sehr gern mit dir teile. Ich war so daran gewöhnt, die Zukunft zu sehen, dass Erwartung irgendwann eine fremde Empfindung war. Jetzt fühle ich nichts anderes. Erst wenn ich meinen Blick in unsere diversen möglichen Zukünfte zurückbekomme, werde ich endlich wieder durchatmen können. Bis dahin muss ich mit ausharren und daran glauben, dass du uns den Sieg bringen wirst. Das hoffe ich. Möge das Auge von Agamotto über uns alle wachen. Du wirkst gedankenverloren. Beunruhigend. Hey, beantworte mir das. Was bedeutet Bindung für dich? Nicht die Ehe. Aber wenn du schon fragst, ich will. Hm.
Eine Abmachung zwischen zwei Menschen oder Rollen. Okay, okay. Standardantwort, aber ich nehme sie. Ich achte meine Verpflichtungen. Halte sie gern ein. Du hältst dich gern an das Drehbuch, was? Ich mich nur an Magazine. Die unter der Ladentheke. Ja. Das wird dich überraschen, aber ich habe nichts gegen Bindung. Stabilität kann gut sein. Aber? Aber, und das ist ein großes Aber, es macht mir Angst. Ich kann mit allem umgehen, aber wenn es zu gut läuft... Du willst alles zurücklassen. Wie Papa, der kurz mal Zigaretten holen geht. Ein normaler Instinkt, aber er darf nicht Überhand gewinnen. Ich mag ja dominant, aber so einfach ist das nicht. Ist nur in meinem Kopf, aber solche Gewohnheiten wird man schwer los. Es auszusprechen ist der erste Schritt zur Lösung des Problems. Und wir beide wissen, dass ich davon viele habe. Das war so lustig, dass ich sterben könnte. Oh. Hoffen wir mal nicht, dass er sterben wird. Ach, hallo, Hunter. Ich zerbreche mir den Kopf darüber, wo der Zirkel von Salem das Mondsiegel vor Shaw versteckt haben könnte. Hast du etwas herausgefunden? Shaws Zeichnungen. Er suchte die Hexen von Salem, die sich versteckt hatten. Und wir wissen, dass er sie fand. Aber sie haben ihm nichts verraten. Und wo er scheiterte, finden wir vielleicht noch Antworten. Das verstehe ich nicht. Wir rufen sie einfach mit unserem Zaubertelefon an. Finde mit Shaws Karten die einzelnen Hexenverstecke und bringe jeweils eine Bodenprobe mit. Mit Hexenblut besudelte Erde ist ein mächtiger Magiebeschleuniger. Sie könnte ausreichen. Alrighty then. Legen wir mal los. Muss ich selber mal gucken. Ich weiß noch ungefähr, wo die sind. Nee, die ist noch offen. Hey, hier waren wir schon noch gar nicht. Sonderbar. Unbekanntes Grab. Als Kind hat mich dieser Ort hier magisch angezogen. Irgendwie hatte ich ihn fast vergessen. Hey, wir sind hier nicht mehr in Kansas. Oh. Handgefertigte Caretaker. Caretaker sprach kaum über ihn. Aber ich stelle mir meinen Vater gern als Helden vor, dessen Geist diese Wälder beschützte. Atum enthüllt alles. Ja, sieht man.
verblüffend.